Der Maßkrug bleibt fürs Erste leer. Auf dem Nockherberg herrscht geknickte Stimmung. Das Politiker der Blecken abgesagt. Die Technik also wieder zurück in den Koffer. Das Coronavirus trifft auch die Wirtschaft in München mit voller Wucht. Gaststätten kämpfen mit leeren Tischen und auch die Belegung der Münchner Hotelbetten ist auf die Hälfte gesunken. Der Hotel- und Gaststättenverband schlägt Alarm. Laut einer Umfrage unter 2000 Betreibern in Bayern leiden bereits jetzt rund 80% unter Umsatzeinbußen. Setzt sich dieser Trend fort, kann das schwerwiegende Folgen haben. Das Ganze kann natürlich bis zu Insolvenzen führen, das Ganze kann natürlich auch zu Kurzarbeit führen, das Ganze kann zu Kündigungen führen, Lieferantenverträge müssen gekündigt werden, also die Kette geht bis nach unten. Also die Auswirkungen spürt ja sogar der kleine Taxifahrer, der einfach eine einzelne Person befördert und auf einmal nicht mehr befördert. Das ist der kleine Blumenladen, der hier eine Tischdekoration liefert oder wie auch immer. Also es zieht also einen Rattenschwanz hinter sich her, was wir an Umsatzeinbußen haben. Auch Erwin Bauer ist betroffen. Seit 11 Jahren verkauft er Brotzeit, hauptsächlich in Bürogebäuden, die immer leerer werden. Wir haben sehr starken Umsatzrückgang, das liegt ungefähr bei 50-60%, weil der Publikumsverkehr sehr stark eingeschränkt ist. So wie diese Situation hatten wir bis jetzt noch nicht. Der Hotel- und Gaststättenverband fordert ein schnelles Eingreifen der Politik. Die Finanzdecken sind relativ dünn, die Polster, die aufgebaut worden sind, sind auch relativ klein. Wir wollen unsere Arbeitsplätze erhalten und da brauchen wir ganz, ganz schnelle Hilfe. Der Ministerrat hat heute entschieden, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind vorerst auch bei uns in München untersagt. Das verschärft zudem die angespannte wirtschaftliche Lage in Bayern. Wir befürchten, dass aus den Börsenentwicklungen eine absolute Finanzkrise entstehen kann. Eine neue Bankenkrise entstehen kann. Aber ganz zu schweigen von Tourismus, von Messen, Handel, von Verkehrswesen. Ein Maßnahmenpaket soll helfen, die wirtschaftliche Talfahrt zu stoppen. Neben Liquiditätshilfen verspricht der Ministerpräsident weitere finanzielle Entlastungen. Das Kurzarbeit wird jetzt der Woche schon im Gesetz, also in der Bundesregierung beschlossen. Und zwar zu 100% die Übernahme der sozialversicherungspflichtigen Beiträge betrifft. Dies ist ganz entscheidend. Und dazu gehört auch noch, dass wir bei Steuerstundungen, die sind, gerade im Corona-Fall, das Ziel haben, die hohe Zinsbelastung, die wir derzeit haben, da deutlich zu reduzieren. Das Starkbierfest ist vorerst auf Mai verschoben, in der Hoffnung, dass bis dahin das Coronavirus unter Kontrolle ist.